ist es bei dir aus Brasilien? Nicht nur wegen der WM in Brasilien, sondern auch das Team Brasilien. Ja, ich komme halt Kindertraum in Erfüllung. Ich bin immer natürlich Brasilien-Fan gewesen, auch. Und habe natürlich immer Brasilien verfolgt. Und bin auch immer für Brasilien gewesen, egal in der Weltmeisterschaft. Und so freue ich mich natürlich sehr auf das Spiel. Und natürlich auch auf meine zwei Mannschaftskollegen, die auch noch dabei sind. Und natürlich jeden Tag im Training haben und wie es gegen sich ist, Spiel. Was hast du prophezeit? Ja, prophezeit, ein bisschen uns gegenseitig geärgert und ein bisschen gelernt, also ein bisschen Spässchen gemacht. Und hast du das Gefühl, man nimmt, ich meine, du bist ein Spieler von der Schweiz, du spielst bei Bayern, es gibt andere, Bundesliga spielen. Man hat schon einen gewissen Respekt, jetzt auch gegenüber der Schweiz, das Inhalt spürst du raus. Ja, ich denke sicher, wir haben natürlich schon auch miteinander zusammen geredet und sie haben natürlich auch, ich habe schon gemerkt, dass sie auch ein bisschen Respekt vor uns haben und wissen, dass wir auch eine gute Mannschaft haben und so werden die natürlich nicht, uns auch glaube ich, nicht unterschätzen und wissen auch, was wir können und wir haben das schon oft bewiesen, dass wir, wenn wir gegen Top-Mannschaften spielen, dass wir auch mehr gute Leistung können zeigen und auch die grossen Mannschaften können ärgern. Ist es eine Chance für die Schweiz, jetzt auch eine gute Quali gespielt bis jetzt, ist es eine Chance, einen zusätzlichen Schub überzukommen mit einem Resultat, das zu eurer Zufriedenheit ausfällt gegen Brasilien? Es ist ja so, dass wir nachher nicht gerade die nächste Qualifikation jetzt nächste Woche haben oder so, sondern es ist das Gefühl vom Team. Ja, es kann sicher einen Aufschub geben, aber schlussendlich ist wichtig, wenn jetzt die Qualifikationsspiel kommen, dass wir dann nicht parat sein und die nötigen Punkte holen. Das ist ein Freundschaftsspiel, es ist ein sehr gutes Freundschaftsspiel, ein guter Gegner für uns. Und so wollen wir natürlich eine gute Leistung zeigen und probieren natürlich auch die Mannschaft zu ärgern. Und natürlich wollen wir auch probieren, wenn es möglich ist, gewinnen, das ist klar. Aber wir wissen, dass Brasilien natürlich eine super Mannschaft ist und für mich natürlich auch ein Favorit für den Weltmeistertitel ist. Und so wird das kein einfaches Spiel, aber ich denke, wir haben genug bewiesen. Wir haben auch an der WM 2010 gegen Spanien gewonnen, wo nachher Weltmeister geworden ist. Und so denke ich, haben wir schon das Potenzial, die grosse Mannschaft zu ärgern und natürlich auch uns probieren natürlich zu messen.